Hallo! Ihr habt euch doch bestimmt schon immer gefragt, hey, wie würden denn die Charaktere aus Herr der Ringe als Obst oder so, als Gemüse aussehen? Ich habe noch nicht mehr Herr der Ringe geguckt. Egal, jeder stellt sich irgendwann mal im Leben die Frage, wie das wäre. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal mit dem Versuch, aus Gandalf eine Banane zu machen. Ah, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Genau, jetzt brauchen wir... Oh, das ist... Was? Ich fühle mich gerade richtig schmutzig. Was nicht? Das ist Gandalf für sie. Sieht aus, als würde es irgendwie, keine Ahnung, wenn die Kinder fressen. Wie soll ich eigentlich nennen? Bananen Gandalf. Machen wir weiter mit Frodo. Ja, genau. Frodo sieht schon irgendwie ein bisschen aus wie so eine Avocado irgendwie. Ey, das ist zum Verwechseln ähnlich. Also das kann man nicht einfach leugnen. Schreib mir mal in die Kommentare ein paar Tipps, was ich sagen soll, wenn mich jemand fragt, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe. Tja, Avocado. Frodo aus der Avocado. Was zum Teufel? Was mache ich denn hier? Es geht auch gerade einfach zu weit. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall zu weit geht. Frodo! Frodo, werf den Ring ins Feuer! Frodo! Aber er ist so fruchtig. Oh Gott, halt die Schnauze, was hab ich ihm für Haare gegeben? Frodo hatte doch eine Schnauze, oder? Frodo war doch eine Avocado, oder? Die Finger. Was ist das für ein Krüppel? Ohne Scheiß, was kommt doch direkt aus der Hölle. Warte mal. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Das ist nicht Frodo. Das ist Afrocado, Frodo. So, als nächstes steht auf meiner Liste, in die Ecke legen und weinen. Aragorn ist auch ein ziemlich krasser Charakter. Ich finde, er hat Ähnlichkeiten mit... Ja, Wirkt schon mal sehr, fruchtig. Oh Gott, ich will jetzt gerade Hautfarben machen, aber es sieht einfach nur richtig verschimmelt aus. Es ist eine Mischung aus irgendwas, was richtig traurig ist und irgendwas, was tot ist. Es ist das hässlichste Wesen, das ich je geschaffen habe. Vor allem die Nase, was soll denn das? Steht einfach, hier ist so ein verkrüppelter, gammeliger Fisch. Gut gemacht, Alex. Richtig gut gemacht. Machen wir aus Elagoran. Genau. Das ist Legolas, dieser Bogenschütze. Da habe ich mir gedacht, da mache ich eine Ananas aus dem. Weil, sieht ein bisschen aus wie eine Ananas. Sieht eigentlich jeder ein bisschen aus wie eine Ananas. Jeder Charakter aus Game of Thrones. Also mir gefällt's. Also ich find's gut. Ja. Ja. Falls du dir jetzt so denkst, ey, ich glaube, ich habe schon echt alles gesehen. Ich glaube, du hast noch nicht Legolas als Ananas gesehen. Warum mache ich das überhaupt? Warum gibt es sowas eigentlich nicht auf DeviantArt? Ich glaube, wenn ich da durchscroll und so und dann so ein Bild sehen würde von Legolas, ich glaube, ich würde erstmal ein bisschen schnaufen. Warum? Er guckt ernst. Warum, was sieht er denn? Er sieht die Zukunft eures Fruchtzuckerhaushalts und fragt sich, die Orks der Lebensmittelindustrie verwenden viel zu wenig natürlichen Fruchtzucker. Oder schießt er mit Apfelring? Apfelring. So, das ist schon krass so. Denkt man sich so, halt ganz schön langweilig. Als Ananas wäre viel cooler. Ja, stimmt, Alter, krass. Kein Mensch denkt so, Alex. Niemand findet Ananasse. Jetzt würde ich gern Gimli, falls einige von euch den nicht kennen, ihr müsst ihn aber kennen. Das ist nämlich hier dieser Zwerg aus Herr der Ringe. Und der ist Hammer. Ich liebe den Kerl. Der ist so ein geiler Schauspieler, ein geiler Charakter. Ich mag generell Zwerg, ich mag generell kleine Menschen. Klasse Album hat er gedroppt letztes Jahr. Und deswegen dachte ich mir, hey, steige ich mit ihm doch in die Kiste. Es gibt Webseiten,
Die laden eine ganze Seite voll mit Bildern von Litschis hoch. Auch nur sowas. Das ist einfach so komplett breitgezogen. Komm mal hochladen. Ich bereue nichts. Also, Gimlichi. Also, Gimli. Also, Gimli. Also. Sieht aus wie das eine Pokémon, das ich so zusammenrollen kann. Wie heißt denn das? Maromaine, ja, Alter, keine Ahnung. Ich frage doch nichts zu Pokémon hier. Wow, wir brauchen Unterstützung. Ja, das ist Gimli, Gimlichi. Das ist immer ein Loch im Kopf. Einfach, man erkennt gar nicht mehr die Frucht. Ich liebe Litschis, die besten Früchte. Kaum einer kennt Litschis, kaum einer kennt Herr der Ringe und kaum einer kennt wirklich Gimli persönlich. Aber das sind Hammer-Charaktere aus Herr der Ringe. Vor allem Litschi. Wenn ich so jemanden sehen würde, ich würde ihn sofort wegbumsen. Schneid das raus. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt oder Ideen habt, was ich machen könnt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Ja, tschüss! Ich kenne Boromir. Ist das der hier? Der sieht auch ein bisschen so aus, aber ich mach's primär wegen dem Wortwitz, und zwar Boromir. Da muss ich aber jetzt kurz ein bisschen Scooter hören, tut mir leid. Ich glaube, das ist das traurigste Bild, das es von Boromir gibt. Das macht mich einfach traurig.